Ja, was für ein Einstieg aus der niegelnagelneuen CD von der Perner Punkband, von der Elegant Punkband, King Dean, mit dem Song Laurel Canyon. Und jetzt sitzt da neben mir der Musiker, der Radiomoderator, der Bassist von der Perner Punkband, von der Elegant Punkband, King Dean, Mr. Ben Blanchich. Herr Blanchich, guten Morgen. Herr Meier, guten Morgen zurück. Es ist mir eine Ehre, dass du aus Frühaufsteher, bist du Frühaufsteher? Ja, wenn ich muss. Wenn du musst, das heißt, wenn ich dich einlade, komm doch mal her, da bin ich zu mir ins Radiostudio, ins Rabestudio, dann bist du Frühaufsteher. Ja, natürlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen sehr wenig geschlafen die Nacht, aber hey, mit ein paar guten Cornflakes und auf dem Maltine kann man auch als Punk gut durch den Tag gehen. Frisch getoppt mit Cornflakes und mit Kaffee sitzt der Ben neben mir und immer folgendes vorgestellt. Wir machen eine ungezwungene Plauderei. Hm? Wir reden über Musik, prima, über deine niegelnagelneue CD, die du mit der King Dean aufgenommen hast, über Songs und über das Leben allgemein. Prima. Lass mal, Ben, ich muss ja schon was fragen. Hm? 2009 habt ihr euch die hochgelobte CD herausgebracht und jetzt haben wir 2014. Warum haben eure Fans so lange auf eine niegelnagelneue CD warten müssen? Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Das ist unter anderem mit dem ganzen Studiobau zu tun gehabt. Aber eigentlich angefangen mit den Arbeiten zum zweiten ganzen Album haben wir natürlich relativ früh. Wir haben gefühlte 10 Lieder geschrieben gehabt, aber dann verworfen, weil wir nicht in die Richtung hinein wollen. So kennst du ja wahrscheinlich die Single-Auskopplung vom ersten Album, The Wine High, und die ist relativ poppig, tanzbar und alles. Und wir haben uns dann nicht in das wollen verschlagen, sozusagen. Also wir sind ein bisschen zu fest der Ruf von einer Alternativband nachgekommen und das hat uns nicht gefallen. Darum haben wir stattdessen eben 2012 den Gratis-Download, Shake Off Your Bitterness, Live-EP rausgegeben, mit ein bisschen struben, schnellen, wilden, lauten Liedern und haben quasi noch ein bei null angefangen für das neue Album. Auf YouTube findet man ja euer 2009er Song, der heißt ja Die Weinhai. Das Video ist sehr gut gemacht. Danke. Der Song ist wirklich fast ein Dance-Track, muss ich sagen. Ja. Und wenn ich jetzt das neue Album anhör, und das neue Album ist jetzt da bei mir. Ich hab's da von mir. Und das heißt King Dean, The Dark Side. Und das erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich das Cover nehme, ist wunderbar gemacht. Das sind ihr vier Musiker. Das ist der Daniel Blanchich am Vocal. Dann bist du am Bass. An der Gitarre ist der Dave Weber. Und der Drums ist das Serge Toriani macht da das Schlagzeug nicht. Ja. Wenn ich jetzt das Album hernehme da, und ich mache da einmal das Cover auf der ersten Seite sehe ich immer nur eure vier Köpfe als Musiker. Dann die zweite Seite, steht drauf, supported und sings, wahrscheinlich sind das Kollegen für dich, die mitgeholfen haben, die CD zu machen. Ja, es ist auch ein Roadie, zwei Roadies und der Tobias Brog, das ist, bei ihm haben wir so additional recording gemacht, also noch eins über Gitarrenspuren und Backing Vocals und alles. Weil wir einfach im Studio mit dem nicht mehr vorwärts kommen. Okay, nachher die dritte Seite. Ist drauf die vier Musiker. Übrigens, das Cover ist erstklassig und schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und dann steht drauf, supported by Stadt Bern. Ja, gehört so was auf, finde ich. Okay, Stadt Bern. Stadt Bern, haben die finanziell euch mitgeholfen, euch die CD zu produzieren? Ja, also haben uns ein bisschen finanziell unter die Arme, gegriffen. Natürlich ist das eine tolle Sache, wieso auch nicht? Das ist echt Kulturförderung und das ist doch eine ausgezeichnete Sache. Ihr seid also in einen Genuss gekommen, dass ihr eine Kulturförderung gekriegt habt, die euch geholfen haben, die CD zu produzieren. Mhm. Also zu produzieren, jein. Also sie haben uns die Möglichkeit ein bisschen einfacher gemacht, aber produziert ist das natürlich von uns. Also uns redet niemand in die Musik rein. Also, jetzt die erste Seite, die zweite Seite und jetzt die dritte Seite. In der dritten Seite ist drauf All Songs by King Dean.
wie macht ihr das eigentlich mit dem Songschreiben? Seid ihr ein Team Songschreiber oder ist jeder Einzelne verantwortlich für die Lyrics? Ja, bei den Lyrics ist es schon so, dass das einzelne Personen sind eigentlich, aber wir nehmen halt das Lied aus Ganzes mit der Musik und den Lyrics. Darum steht überall Kingdin. Und wir wollen ja nicht einen grossen Held daraus machen. Grösste Teil der Lyrics ist natürlich von Daniel und von Dave. Und ich habe dann gern so, ja, so ein Lennon-McCartney-Verhältnis mit dem Dave. Also bei 3 Songs B gehen wir auch noch ein bisschen mitmischen. Aber sonst der ganze Aufbau, da sind wir natürlich alle beteiligt. Wir schauen uns aus Einheit an und nicht aus Individuen sozusagen. Wir sind eine Gang in Anzug. Okay, das ist also nicht so wie bei den Beatles, wo einfach nur Lennon McCartney auf die Songs schreibt, sondern ihr macht es intim. Genau. Okay, nachher steht drauf, Recording Tube Shadows, stimmt das? Studio Shadows bei Gabor Horvath. Genau, Tube Studios. Auch Röhrenstudio wahrscheinlich. Ja, genau. Wo befindet sich das Tube Studio? Momentan in Langenthal. Also Schweizer Produktion? Ja, Schweizer Produktion. Allerdings von einem Ungarn durchgezogen. Aufgenommen ist allerdings in Graferiet worden auf einem Bauernhof im Keller. Also sehr entspannend, zwischen den Tags schnell ein bisschen rausgehen, Kühe anschauen und so. Ja, wunderbare Umgebung dazu, Kuhbimbeln und Rocksounds für die Kuh. Na, steht drauf, Mixing bei Ben Blanzic. Ja. Das heisst, du bist zuständig für Technik und fürs Mixing? Ja, das ist mehr ein Unfall gewesen. Wir haben jemand anderes beauftragt damit und der hat uns 3 Monate ohne etwas zu melden einfach quasi sitzen, bis es mir ein bisschen ausgehängt, wie man so schön sagt. Ich wieder auf Basel gegangen, mir die Tracks geholt und gesagt, du mixst jetzt das Zeug selber. Wenn du Track mixt, wie gehst du vor? Ich meine, auf euren Songs, auf euren neuen CDs sind ja etliche Songs drauf. Wenn du vorgehst, hast du also ein eigenes Konzept oder sagst du individuell und nach Gefühl, das ist der erste Song, das ist der zweite Song und das ist der letzte Song? Ja, aber Track-Reihenfolge habe ich natürlich, ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Das ist dann eher unser Sänger Daniel, der das ein bisschen bestimmt. Was der Stil vom Mixing anbelangt, dann nehmen wir natürlich irgendwie wie ein Vorbild von einem Song. Also zum Beispiel sagen wir mal Ace of Spades von Motorhead und sagen, wenn unser Schlagzeuger findet, ja, er möchte das Drum ein bisschen so, also wild und garagig, dann gehe ich dem nach. Ja, quasi wie eine Schablone. Okay, was verstehe ich unter Mastering? Unter Mastering, das muss der Dan Sutter von Echo Chambers fragen. Es ist eine ganz prima Sache. Da wird, ganz grob gesagt, es wird alles noch einmal ein bisschen abgefeilt. Also der Einschliff. Genau. Okay, na, habt ihr ja sogar noch Gäste. Das ist die Janine O, Thomas R. und der Andy L. Genau. Was machen die 3 Gäste auf eure CD? Also, Janine O ist, die Background-Sängerin im Dance for Me, im Song Dance for Me, wieso das neue Video wird sein. Und auch im letzten Song Open Road singt sie mit mir der Chor. Und der Herr Thomas R. hat die wunderschöne Hammond-Orgel und das Rhodes eingespielt und einfach, der ist nochmal abgegangen. Und der Andy ist natürlich das wunderschöne Cello im Paralyzed Soul im Mittelteil. Die letzten 2 Seiten ist wieder als Foto von euch drauf, leicht im Hintergrund. Und die letzte Seite, da sehe ich euch wieder strahlend da im Elegant Punk Style. Also der Elegant Punk Style sehe ich euch da in Krawatten und mit Anzug, frisch gestylt mit der Sonnenbrille. Ist das euer Style auf der Bühne und allgemein euer Image? Ja. Also durchaus. Seit etwa 2008 ist es dermaßen verankert bei uns. Wir gehen nur noch so auf die Bühne. Ausser natürlich nach 10 Songs, wenn der Schwitz ist wie ein Schwein, zieht man da schon mal etwas ab, oder? So, letzte Seiten hinten drauf sind wieder die 4 Herren. Selbstverliebt, hä? Selbstverliebt, schauen relativ kritisch in die Welt hinaus, Weltuntergangsstimmung wahrscheinlich. Ja. Und was mir auffällt ist, das ist wie bei den Lied Zeppelin, ist mir das auch ein paar Mal aufgefallen, wenn ich so die Plattencover durchblättere, wo sind eure Namen drauf? Wer ist der Musiker und was für Instrument spielt ihr? Ja. Wieso habt ihr das verheimlicht darauf?
Ja, da müssen die Leute halt live schauen, wer das wirklich was macht. Oder man geht auf die Homepage kingdin.ch und da sieht man alle Informationen drauf. Apropos, die Homepage ist erstklassig gemacht. Wer macht nur die Homepage? Findest du, die ist erstklassig? Ich finde die sehr schlicht und bescheiden. Aha, und ja, gut gemacht. Ja, das ist, weil wir sie machen. Darum ist sie so schlicht. Und es wird allerdings eine neue kommen im Verlauf von diesem Jahr noch. Allerdings auch schlicht gehalten, weil wir wollen die Leute nicht zu bombardieren, wir wollen die Musik reden, wir wollen die nicht zu bombardieren mit der Entstehungsgeschichte. Oder wen interessiert, was unser Drittgitarrist ist gesehen, wer das ist gesehen, jetzt haben wir noch nicht, nicht mehr. Jetzt lassen wir einfach nur mit der Musik sprechen und kreien in das Mikrofon und das soll unser Statement sein. Okay, Ben, machen wir es so, ha? Bevor dass wir dann über die neue CD diskutieren, über die Songs, über die Lyrik, bringen wir jetzt noch einen Song von 2009, den findet man auf YouTube und der heißt Divine High und es ist ein wunderbarer Track. Jetzt muss ich da ein bisschen zurückschrauben, hinauf. Und so tönt das bei mir, bei die King Teen, Elegant Punk Rock aus Bern. Jimmy. Ja, Jimmy. Christmas is back. Ben. Das ist die Videoversion natürlich mit dem wunderschönen Abspann. Dort haben wir noch gesponnen. Das ist der letzte Tag in Lübeck, wo wir ein Grab-Mixing gemacht haben. Und ja, wir haben dort 7 Tage natürlich durch aufgenommen. Statt an den Hansen und wunderbar. Tönt sehr tanzbar, der Song. Ja, merci. Ich habe ihn selber ewig nicht mehr gehört. Viele Leute werden jetzt natürlich gerade sagen, ja, was hat jetzt das mit Punk zu tun? Kann ich nur sagen, natürlich sehr poppiger Song, aber Leute, nach wie vor, es geht um einen Hangover. Es geht um einen Kater, um einen Derbst, den ihr je habt erlebt. Also bei uns ist natürlich die Attitüde sehr punkig. Ob es jetzt ein Popsong ist oder nicht, es ist uns egal, Punk ist, do what you want, mach was du willst. Also, was mir auch auffällt, vor allem auch bei eurer neuen CD, die Songs haben sehr viel Melodien drinnen. Merci. Es ist nicht nur so der typische Schreibpunk, mhm, oder die so Punk-Music, wo ich sie kennengelernt habe, mit den Sex Pistols, mit den Clash oder die Stranglers. Und, die neue CD, Die neue CD ist produziert worden in? In? Wo habt ihr die produziert? Ja, das ist während dem Verlauf passiert, einfach. Produziert okay. Worden, in unseren Köpfen vorwiegend. Eure Band gibt es seit 2003, aber im 2007 ist die aktuelle Besetzung im Moment mit dir. Genau. Da ist der Daniel, der Bruder, der Dave und der Serge. Ja. Ist jetzt schon extrem lang zusammen. Gibt's ja ab und zu auch Differenzen, oder wie man so sagt, sind so Egomanenantrieb, wo ab und zu einmal krachen haben untereinander? Ja, natürlich. Also, ja, Differenzen gibt's das schon, wir sind erwachsene Leute, also, so die üblichen Streitereien, wie ich sie bei anderen Bands gesehen, dass dann das hinterdurch schnurren passiert, das geht bei uns nicht. Das geht bei uns gar nicht. Also, wir reden miteinander, wenn etwas da ist. Allerdings weiss auch jeder bei uns um die Stärken des anderen. Also, es gibt echt diverse Sachen, da weiss ich, wenn jetzt unser Schlagzeuger sagt, er finde, das müsse so und so sein, dann merken wir schon, okay, der hat auch recht, weil es genau sein Ding ist. Ich meine, ich würde dem nie reinschnurren, was ein Drumwechsel anbelangt oder so. Auf keinen Fall. Ihr schreibt hier die Lyrik. Und dann, wer macht die Melodien? Oder tut's ihr, anders gefragt, tut's ihr die Melodien gegenseitig austauschen? Bringt jeder seine Idee? Genau. Also, ja, irgendein grobes Riff, irgendeine Riff-Idee oder ein Schlagzeug-Beat oder auch nur ein Textzeile, wo der Song ganz repräsentiert, da können wir absolut drauf aufbauen. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie eine Reihenfolge. Also es ist nicht so, dass wir gerade zuerst den Text haben und dann die Musik. Es ist völlig durcheinander. Es ist ein bisschen wie mit Lego-Spielen aus Kind. Du fährst einfach mal irgendwo an und am Schluss hast du etwas gebaut. Bevor dass ich ins Studio gehe und
so Songs aufnimmt. So. Mhm. Habt ihr vorab schon Ideen oder sagt ihr, nein, wir gehen ins Session-Studio, schreiben dort unsere Lyrics, unsere Songs, nehmen das auf, das passiert spontan? Ja, das ist natürlich eine teure Angelegenheit, so ein Studio. Das, wir gehen also viel lieber vorbereitet rein und arbeiten gerade drauf los. Im Studio, was kann passieren, ist, dass ein Background-Gesang, ein Chor oder irgendetwas noch in den Sinn kommt. Das schon. Dann tun wir Basic Tracks aufnehmen. Falls wir dann noch einen Gast haben, den laden wir ihn ein und tun durch das Stück durchlösen und ihn ein bisschen einbringen. Das ist das einzige Mal, wo im Studio oft förmlich gebastelt wird. Weil, das ist, ich weiss, vielleicht gibt's es wegen dem schon so lange. Wir hocken nicht ewig im Studio aufeinander oben. Wir gehen 10 Tage rein, gut, fertig. Bei gewissen anderen Bands, zum Beispiel bei Deep Purple war das also so, dass der Richie Blackmore war die dominante Figur. Genau. Und jede andere hat sich untergeordnet. Mhm. Bei jeder Band gibt's da so einen Mastermind, so einen Hero, der sagt, so ist das Stuff, so geht's gerade aus. Oder seid ihr mehr so als demokratisches Team, jetzt habe ich eigentlich das Wort, wo jeder sagt, jeder akzeptiert jeden und jeder hat da seine Ideen. Ja, es ist letzteres. Also es ist wirklich demokratisch. Jeder hat aber allerdings auch seine Stärken, seine ganz eigenen und wenn er sich einbringt, wenn sich jemand irgendwo bestimmt einbringt, dann das aus gutem Grund. Natürlich. Also jetzt zum Beispiel, du hast vorhin das Plattencover angesprochen, das hat unser Gitarrist Dave gemacht. Und er ist der ideale Mann für so einen Job. Also wenn wir ihn einfach mal machen. Und wie gesagt, wir haben es benutzt, wir sind nicht enttäuscht davon. Eure Songs auf der neuen CD sind sehr unterschiedlich. Ja? Mhm. Und wenn ich euren Sound so anhört, habe ich immer das Gefühl, wow, jetzt kommt der Weltuntergang. Irgendwo, irgendwas Negatives, gibt es auch positive Elemente in eurer Lyrik? Ja, also ich persönlich schaue, ich weiss, die Jungs würden mir jetzt widersprechen, aber ich schaue jetzt an der Dark Side wirklich ein bisschen aus Konzept an. Es kommt jedem Stück irgendetwas weg. Innere Zerschlagenheit und Weltschmerz. Es ist überall etwas drin. Allerdings ist auch Positives drin. Also, Laurel Canyon natürlich sonniger Ort und, ja, man will das Mädchen dorthin mitnehmen, aber, es ist halt wie das Leben. Es hat zwei Seiten. Aber jetzt irgendwie einen reinen Love-Song würden wir, glaube ich, nicht schreiben, ohne irgendein Abwägungsthema oder ein Augenzwinkern. Okay, auf dem Album sind 12 Songs drauf und ich habe einen Lieblingssong drauf. Nämlich? Auf deinem Song. Und dann spielen wir dann. Und bevor wir dann abspielen, möchte ich dir noch was fragen, Ben. Privat, hörst du auch Punkmusik oder hast du einen anderen Stil? Oh, das ist sehr, sehr breit gefächert. Also, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass die Frage kommt und ich habe mich fast nie an meine Plattensammlung erinnern, wenn ich durchgehe. Das geht von Johnny Cash über, natürlich Punk, aber was ist schon Punk? Richard Hell and the Boy Doids hat sehr viel Country und Jazz Elemente, zählt aber auch zum Punk. AC/DC natürlich, ich freue mich sehr auf das neue Album, Motorhead, es ist sehr viel, die Hildegard Knef finde ich brillant, die finde ich auch brillant natürlich auch. Ja, Götz Weidmann, so, auch die deutschen Singer-Songwriter mit den coolen Lyrics, der Manni Matter. Es kommt eigentlich auf meine Stimmung drauf an oder darauf an, welche Stimmung das ich will haben. Also wenn ich raus will joggen, dann lasse ich mir also vorher, knall ich mir etwas Herz rein, natürlich. Okay, Ben, angesprochen, ich habe einen Lieblingssong drauf. Mir persönlich gefällt der dritte Song, der heißt Dance for Me. For Me, das ist ein Song, das ist unglaublich. Und das müsst ihr nochmal anhören. Aus der neuen CD von King Teen von 2014. Dance for Me von der Berner Elegant Punk Band King Teen und der Bassist. Der Ben Brancic, mein Studiogast, sitzt neben mir. Ben, der Song Dance for Me ist ja richtig radiotauglich. Danke. Merci vielmals. Tolle Melodien, tönt Hitparade würdig, würde ich sagen.
Und du hast mir gerade, vorhin diskutiert über den Song und hast du zu mir gesagt, das wird euer nächstes Video. Ganz genau. Es ist schon abgedreht, das Video. Es befindet sich jetzt gerade im Schnittprozess von einem guten alten Freund von mir, Gorbi, und sein Kumpel. Das wird demnächst einmal auf YouTube erscheinen. Da freuen wir uns drauf. Wenn ich jetzt so eure Diskografie hernehme, alles, was ihr bis jetzt gemacht habt, dann ist das relativ sehr intensiv. Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene EPs, LPs und Songs gemacht. Ja. Haben das richtig im Kopf? Revanche, das ist ein EP. Genau. 2004. Dann 2006 war wieder ein EP. Pun of the Contention. Ja. Keep Going ist auch ein EP. Dann war King Dean, war die eure erste LP 2009. Und dann war ein Live-EP, Shake Off Your Bitterness. Bitterness. Was heißt Bitterness? Bitterkeit. Bitterkeit. Und jetzt die neue vielleicht, die Dark Side, das ist ein LP für 2014. Ja. Und da gibt's ja eine CD-Release, eine CD-Party. Die gibt's durchaus. Und zwar am 18. Oktober dieses Jahr. Im Egusee-Treff. Ein Ort, wo wir sehr, sehr gerne spielen. Die Leute dort sind wir sehr supportive gesehen, uns gegenüber. Wir haben dort schon einmal gespielt, es war eine Riesenparty gesehen. Leute, am 18. Oktober haben wir die Platte Dolphi. Es gibt Drinks, es gibt eine Live-Show, wir werden altes, neues und sogar 3 Lieder spielen, die auf dem nächsten Album werden kommen, das erst nächstes Jahr rauskommt. Das ist eigentlich unsere Masche. Wir haben immer noch 3 neuere Songs dabei. Der Ben ist nicht nur ein Studiogast bei mir. Er hat dann auch was mitgebracht. Er hat 2 nagelneue CDs mitgebracht von The King Dean mit der Dark Side. Und liebe Hörer und Hörer, wenn du Interesse hast und du sagst, genau das ist mein Sound, die CD möchte ich haben, wir verlosen 2 CDs. Wir machen das so, Benni, ja? Der erste Anrufer kriegt eine CD und der, der Lust hat, studiabrabe.ch kriegt die zweite und ich sehe bei mir Bimlitz dann nämlich, ja? Probieren wir ab, sein, Benni. Und ich spiele jetzt einen Song noch ein. Das ist der. Ja, das... Hey Ben, Haterscon, heißt das, aus der nigelnagelneuen CD für die King Deans. Und liebe Hörer und Hörer, die 2 CDs sind weggegangen wie warme Weckli. 2 Simons haben die CD gewonnen und der eine Simon, der kriegt noch das Mail noch von unserem lieben Ben. Lieber Ben, ja. Was mich immer interessieren wird, ha? Wenn du auf Tournee gehst, du und deine Band seid ihr in verschiedenen Orten, ihr seid in verschiedenen Städten, ihr seid in verschiedenen Ländern, ihr seid sehr fleißig, ihr macht unglaublich viele Tourneen, ich glaube 70 oder 80 oder 100 Tourneen sogar. Also Konzert, also ja. Über 100 natürlich. Mhm. Ja, aber Tourneen sind jetzt gerade die letzten 2 Jahre wegen der Albumproduktion natürlich ein bisschen rar geworden. Der Dave ist Vater geworden, hat 2 wunderschöne Söhne. Sie alle verheiratet, bis auf ich, liebe Dame, ich bin noch zu haben. Aber es ist einfach ein bisschen schwieriger geworden. Wir planen etwas für nächstes Jahr, ein bisschen länger in der Wintertour oder so, im Januar. Wir müssen schauen, wir sind am Arbeiten, ihr könnt immer auf kingdean.ch schauen. Oder wenn ihr Facebook habt, kingdeanband, also facebook.com/KingDeanBand. Könnt ihr liken, dann kriegt ihr alle Infos, alle Einladungen. Und merci für den Support, alle. Ben, ich bin ja leider kein Rockmusiker. Im nächsten Leben werde ich ein Bassist und dann spiele ich auch eine Rockband. Wenn du auf Tournee gehst und Konzerte machst, jo. Wie ist denn das? Ganz früher hat man ja auch die Tüte gehabt, die Klischee, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mhm. Wie ist das eigentlich heutzutage, wenn Bands unterwegs sind, gibt's das eigentlich noch? Ja, natürlich. Also, das ist an uns auch nicht gerade so einfach vorbeigegangen. Also, ich gehe jetzt nicht gross ins Detail, aber man sieht einiges auf Tour noch und erlebt auch einiges. Wir sind allerdings auch ein bisschen älter und weiser geworden. Es ist auch gut so. Ich finde es wichtig, ein bisschen zu sich zu schauen und den Leuten
optimale Show zu geben, natürlich. Und nicht, ja, wer will schon als Drogenbrack auf der Bühne sehen, oder? Das Business ist ja verhärter worden. Ja. Wenn du jetzt da auf der Bühne stehst, geschallert mit Krawatten, mit deinen Kollegen, mit deinen Kumpels, Bassgitarre um und tolle Live-Show machst, mit coole Songs, dann tut dir das Publikum meistens emotionell euch Feedbacks geben. Das heißt, sie tanzen mit oder rocken mit, ob mit euch als Band. Genau. Wie erlebst du als Musiker eigentlich euer Publikum? Sehr gut. Das ist wirklich eine sehr freundschaftliche Sache. Am liebsten würde ich auch mit jedem noch eins trinken. Es wäre einfach ein bisschen zu viel Bier, wenn ich mit allen noch würde. Bei uns ist immer ein bisschen gesagt, die Leute hassen uns oder lieben uns. Es gibt einfach kein Zwischendrin. Ich habe noch nie von jemandem gehört, deine Band finde ich noch easy. Ja. Es ist immer entweder, ey, toll oder, nee, was wollen jetzt die da? Was mir aber bei Open Airs und so Festivals gängig aufgefallen ist, so kleine Kinder finden es gäng cool. Wirklich, die hey, enorme Emotionen, oder so Teenager. Und es gibt einem sehr viel, irgendwie. Ich nehme mal an, es liegt eine Energie, die wir geben. Es ist etwas los auf der Bühne, es geht Zeug um, es gehen Leute um. Es ist, glaub ich, noch lustig anzuschauen. Es ist eine prima Sache. Und was Teenager anbelangt, ich finde es gescheiter, zu einer King-Dean-Show zu gehen, als sich irgendwelche Drogen reinzupfeifen. Jetzt ist ja so, wenn man über Bands recherchiert, so wie ich das gemacht habe, da kommt man ab und zu, also auf Medienartikeln. Und dann habe ich einen Artikel gelesen in der Saarbrücker Zeitung, das war in 2010, und die haben relativ sehr positiv über euch geschrieben, dass ihr eine tolle Band seid, eine tolle Schweizer Punk-Band, einfach mit diesen Voraussetzungen, Stimmung, Sound mit Weltuntergang. Ja. Wieso ist nicht mehr der Weltuntergang bei euch das Thema? Immer so schlecht ist die Welt ja nicht. Ja, nein, überhaupt nicht, aber es ist uns einfach ein bisschen auf den Sack gegangen, da die Lieder über Auto und Girlies immer zu müssen zu hören im Radio. Wir wollen dem ein bisschen entgegensteuern. Wie du hast gesagt, schöne Melodien streckenweise. Und wir haben gefunden, wieso nicht eine schöne Melodie, aber ein bisschen, ja, halt, dann ein kleines Thema dahinter, das man vielleicht nicht gerade immer hört. Wie sie zum Beispiel auf Boys from Myanmar her, ein Song auf dem Album, wo um die Gielen von Myanmar geht. Also, Leute, die Zeitungen lesen, können sich darunter etwas vorstellen. Natürlich No Compromise, unser totales Statement. Es geht um jegliches Zeug. Wirklich um jegliches Zeug. Eure Songs auf der CD, die heißen Laurel Canyon, The Dark Side, Dance For Me, dann L.A. County FFF und Deborah. Das sind Namen. Wie kommt ihr auf die Namen oder habt das im Hintergrund, eure Texte? Ja, also zum Beispiel der Track No Weekend ist gesehen, wo der Präsident Obama ist elected worden. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Bandraum gesehen und habe überall das Yes We Can gelesen. Und bin wirklich wütig geworden, habe einen schlechten Tag gehabt, bin runtergekommen, habe den Jungs gesagt, wisst ihr was, No Weekend. Und das ist, ja, mein Bruder hat einen Text daraus gemacht, es ist ideal. Und Deborah ist, ja, klar ist eine Frauenname, aber die Dame gibt's tatsächlich. Ich glaube, das steht noch irgendwo im Info drin, im Bahnhofsbeizli oder so. Dann hören wir doch den Song for President, No Weekend for the King Dean. Die Musik von der Berner Punkband, Elegant Punkband, die vier Herren mit Krawatte und mit Schale auf der Bühne, No Weekend. Ja, lieber Ben, wann geht's wieder los mit Tourneen und Konzerten? Ist noch schwer zu sagen. Wir sind erst wirklich gerade am Planen. Nächstes Jahr, ich würde mal sagen, im Januar gibt's eine kleine Tour, eine ganz kurze. Dieses Jahr gibt's nur zwei Shows, nämlich am 18. Oktober in Bern, wie gesagt, und am 22. November im Butchers Pub in Aarau, wo wir auch immer sehr gern sind.
Nicht vergessen, am 18. Oktober ist im Egelsee der Treff, Egelsee-Treff Bern. Jetzt habe ich es langsam genau. Wieder. Ist eure CD drauf. Ich freue mich drauf. Ich komme und tue die unterstützen. Ne? Cool, merci. Und dann werde ich so richtig ein Groupie sein, abrocken werden. Und vielleicht schleppe ich noch ein paar schöne Frauen mit. Jede internationale und weltberühmte Band, so wie ihr das seid, die KingDin, haben natürlich auch Links unter HTTP, www, die Internetsprache, kingdin.ch, gibt's 3 gratis Songs zum Downloaden. Das ist wirklich super für euch. Macht rege Gebrauch. Dann Facebook, haben wir auch. Haben wir auch. Ja, super. Dann MySpace seid ihr noch vertretbar in YouTube und auf Twitter. Ganz genau. Aber eben, wer benutzt Twitter schon, schreibt dort ab und zu irgendwie eine lustige Message, aber die könnt ihr auch auf Facebook haben. Also, Twitter-Zeug ist mehr für den Facebook-Hasser. Ja, lieber Ben, mir hat das riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zum Plaudern.